Glück. Nach dem Viertelfinale aus in der letzten Saison gegen den späteren Meister möchte der Villacher SV in der neuen Spielzeit wieder voll angreifen. Das haben aber auch Dave McQueen und die Bulldogs vor. Mit 6 Siegen aus Sweet und viel Selbstvertrauen kommen die Dornbirner heute in den Adlerhorst zu Hanoi RWMP und dem VSV. Und dieses Selbstvertrauen, das sollte sich gleich mal bemerkbar machen in einem ersten Drittel, das großteils die Dornbirner dominieren und sie gehen in Führung. Matt Siddall buxiert die Scheibe hinter die Linie, aber da gibt es den Videobeweis, denn da war mächtig Verkehr vor dem Tor und das war eine richtig enge Entscheidung und deswegen die Überlegung von Shane Walshaw und Florian Wiedmann da nochmal genauer hinzusehen. Und selbst aus dieser Perspektive ist es richtig schwierig zu erkennen, aber der Schiedsrichter gespannt entscheidet sich final für den Treffer und das in der 6. Spielminute, das 1:0. Insgesamt wirken die Vorarlberger irgendwie über das gesamte Spiel hinweg zielstrebiger und präziser in ihren Aktionen. 2:0, 18. Spielminute. Nick Crawford, der Torschütze, und da gibt es Pfiffe, weil ein Villacher zuvor am Eis gelegen ist. Ja, es wird immer schlimmer in diesem ersten Drittel, denn Dornbirn legt nach 9 Sekunden vor Drittelende. Jamie Anil, der Torschütze, das 3:0 bereits für die Gäste aus dem Ländle. Ja, und dann wird es ruppig vor Drittelende. Nach diesem Check an Eric Hunter gehen die Emotionen etwas in die Höhe und es wird richtig gekämpft auch. Bacher gegen Magnan Grenier. Hin und wieder muss mal ein bisschen der Dampf abgelassen werden. Sorgenvolle Miene bei Hanoi RWMP. Das war schlichtweg gar nichts in diesem ersten Abschnitt. Aber Villach sollte Moral beweisen. Hunter mit der ersten Gelegenheit im zweiten Drittel. Und der VSV macht Druck mit Schlacher. Der Neuverpflichtung aus Wien, der setzt hier nochmal nach. Aber keine Gefahr für das Tor von Florian Hardy. Ja, was haben die Villacher hier noch in Köcher? Können sie hier zurückkommen? 0:3 hört sie natürlich nicht gerade einfach an. Dann Powerplay für den VSV und achten sie auf diese Aktion. Eric Hunter, schlitzohrig, Anschlusstreffer. Hälfte rum in diesem Spiel, 30. Spielminute, das 1:3. Ja, mit diesem Zwischenstand geht es dann auch in die zweite Drittelpause und damit ab in den letzten Abschnitt. Die Villacher versuchen hier nochmal ranzukommen in dieser Partie, haben Chancen. Das war eine in der 47. Da macht er sich natürlich Notizen, der Dornbirner Headcoach Dave McQueen. Sprung in die 54. Da sollten die Villacher nochmal verkürzen durch Mia Verlic. Hardy geschlagen, aber es sollte letztlich nicht reichen, denn das 2:3 kommt eigentlich zu spät. Shake-Hands zwischen Dave McQueen und Hanoi RWMP. Erfolgreicher Start für Dornbirn. 7.